Hallo Freunde und willkommen zurück zu Bioshock 2 Remastered, wo wir in der letzten Folge nicht nur den Dionysus Park betreten haben, sondern auch hier den Typen getroffen haben, der uns gebeten hat, Little Sisters loszuwerden. Wie auch immer wir das anstellen. Ergo, ne, kennt das Prinzip, wie wir es angehen. Auf jeden Fall müssen wir dafür die aber auch machen. So, wir könnten sie uns auf der Karte anzeigen lassen, aber das wäre ja langweilig, weil das kann jeder. Deshalb suchen wir jetzt erstmal, weil uns eben eigentlich gerade nur ein Weg offen, deshalb ist das jetzt nicht so dramatisch. Das ist mir hier zu offen. Aber guck mal, wo wir wieder sind. Ich glaube, das war eben hier, oder? Nee. Nee, doch nicht. Ich hab das gerade mit einem anderen Ort verwechselt, wo wir eben von einer Zuntür standen, die nicht aufging. Ich hab doch drauf! Seh mich doch an! Ich bin hier und der King! Der King! Yeah! Pass auf, dass deine Uhr nicht verbrennt! Du Superhirn! Ich demonstriere mich nach dem Rest der Schraube. Das kann doch nicht sein. So, sie brennen aber auch gut. Wahrscheinlich können wir nachher die von den Houdinis plässern, kriegen wir dann irgendwas, was wir wie Eve-Spritzen benutzen können. Wäre jetzt so meine Vermutung. So. Jetzt höre ein Big Daddy. Moment. Ja, mach ich den dabei. Das ist nicht einfach, gell? Das. So. Hier ist ganz schön viel unterwegs. Ich weiß, dass hier rechts noch nicht direkt eine Kamera ist, aber... So. Dafür. So. Wer auch immer hier ein Museum aufgebaut hat, zumindest das Sicherheitssystem gehört jetzt mir. So. Dem ging es bestimmt ganz gut. Gehackte Geschütze und Bots können deine besten Freunde sein. Dauern die... Die Freundschaft dauert länger und wahrscheinlich halten die einfach dann mehr aus. Aber... nö. Yeah.
Geht mir auf den Keks. Meine Güte, hier ist ein Stress los. Ein bisschen Stress los, ja. Oh Gott. Oh Gott. Danke. Braucht wer Sicherheitsbots? Mhm. Gib das sofort her. Das ist unbezahlbar. Hm, wie du laufen kannst. Das nächste Nähe eine Granate ins Gesicht zu schmeißen ist nicht nett. So. Irgendwie, okay. Geht's uns gerade gar nicht so gut. Aber naja. Ja, wahrscheinlich ist da hinten nur der Daddy drin. Warum auch immer da so ein kompletter Teil eingefroren war. Fuck my life. Lass mich mal hier ran. So, dann nochmal. Wir haben auch schon mal bessere Sachen gegeben, muss ich ja sagen. So. Nieten, Simulation. Ich muss ja sagen, ich mag mit das MG und die Nietenpistole eigentlich immer noch am liebsten. Die Harpunen hatten mir zu wenig Munition, also ich hab's zugeben. Da ist sie. Schnapp sie dir. Ich hoffe, der Bodyguard ist kein alter Kumpel von dir. Ich mach dich wieder leicht wie eine Feder. So. Meine Cam. So, und zwar... Guck, Mr. Bubbles! Unsere Engel wachen auf! Oh Gott. Ich muss sagen, ich glaube, dass das mehr Schaden macht, aber gut. Schaden drücken wir.
So, das waren Elite-Boxen. Hi, Kleine. Hallo und willkommen bei deinem neuen Daddy. Clever. Du lässt sie arbeiten und kassierst das ganze Adam. Aber du bist ja eine Art stiller Partner. Also soll's mir recht sein. So. Will ich auch hoffen, dass dir das recht ist. Denn das ist meine Art, das zu tun. Kontaktminen können wir uns mitnehmen. Da sind wir auch jeweils voll. Ein paar Granaten sind gut. Speere, neue Munition. So, da ist direkt auch eine Leiche. Hier ist ein Engel. Und ich würde sagen, es spricht ja nichts dagegen, den direkt mal uns zu gönnen, ne? Die saß scheiße. So, da oben könnten halt noch Gegner auftauchen. Da ist es. Dann fang du mal an zu sammeln. Schlafende Engel leuchten. Ich nehme mir. Leuchtet. Dich doch nicht. Du kommst mit zu mir. Ich bin ein braves Mädchen, das gib mir das Kind. Problem ist, es ist komplett nur Leadheads besser. Jagt er und trab auf zwei Spots. Oh, muss nicht die. Yes. Yes. Ach, ich wollte mich doch gerade heilen. Wahrscheinlich hat es jetzt den Heil trotzdem noch sozusagen, ne, durchgekriegt und wir hatten. Ich glaube, wir haben sogar wirklich einen Dingens bekommen. Verloren. Sag schon. Verbandskasten. Ich meine, wir hatten nämlich 5. So, hier ist aber auch noch direkt eine Leiche. Deshalb könnt ihr. Diesmal keine Vorbereitung. Rosen und Sonnenschein bedeutet Engel. Tu, was ich dir sage, Fräuleinchen. Wo kommen die denn jetzt? Ich schenk dir das Kind. Hey, ihr da! Komm, so langsam! Geh auf seine Augen! Das ist nicht laden. Das ist nicht zu treffen. Große Nachteil von einem Inter. Lass los! Ey. Aha. So. Dann ist fertig. Das ist du bist schön. Es. Sind wir jetzt wieder zusammen, Baby? Das war ziemlich unangenehm. Ich habe ihn übersehen. Dr. Lamb versucht die Stadt zu übernehmen, indem sie die Kultur. Ja, Stanley Cool hieß der. Sollen sich an ihren Werken gegen Ryan aussprechen. Und das ist alles hier zu bewundern, in den Galerien im Park, in aller Öffentlichkeit. Lamb nimmt noch nicht mal Eintritt. Und in Rapture ist das einfach eine Frechheit.
Das ist, als würde man ein Nudistencamp aufmachen, wo alle nur Papsthüte und sonst gar nichts tragen. Dauert nicht mehr lange, bis Ryans Schergen hier einmarschieren können. Und dann kann ich endlich aufatmen. So, interessanterweise auch die Geschütze, die Explosiv-Stuff verschießen, geben nur MG-Munition. Verstehe, das ist sehr weh. So, hier war ich nicht. Ich suche gerade den Ort, wo ich eben die Leiche... ich glaube, da müssen wir noch hinten. Denn die Little Sister will natürlich, sie will nicht, aber sie muss arbeiten. Arbeit und so. So. Alkohol können wir auch einfach so trinken jetzt mittlerweile, weil... Ich meine, okay, ja, nach jedem zweiten Schluck werden wir betrunken, aber... Es kostet uns kein Eve mehr, sondern gibt uns sogar Eve. Also alles gut. Hier haben wir auch noch eine Leiche. Aber kurz ein bisschen umgucken. Irgendwo ist hier ein Houdini. Ja, die check ich gerade mal. Er tanzt! Ja, die tanzen. Wunderschön tanzen sie, nicht wahr? Das war aber nicht von denen. So. Du täuschst dich in mir, Delta. Ich will keinen Adam für mich haben. Eleanor ist der Traum. Ja, der Traum kann gerade mal ganz kurz warten. Und sie braucht keine Waffen und keine billigen Tricks. Warum nicht? Billige Tricks sind manchmal echt lustig. So, ich würde sagen, die Leiche holen wir uns noch. Allerdings, da habe ich gerade noch einen Gesundheitsautomaten gesehen. Den nehme ich noch mit. Dankeschön. Und falls Spiders auftauchen. Falls Spiders besser direkt mit auftauchen. Mit Adam drin. Und dann besorgen wir uns einen Hund. Nope. Helbi, hör nur zu. Mach alles kaputt. Siehst du das nicht zum Beispiel? Gib mir das Kind. Sofort. Im Schatten bist du nicht. Ach, das ist beides besser. Oder nicht? Ich würde ja gerne die Spiders-Klasse mal fotografieren, aber die kommen halt immer erst in der Nachhut. Beziehungsweise sie sind nie die Ersten, die auftauchen. Das fuckt mich gerade ab. Wobei, ich weiß gar nicht, haben wir bei den Spiders-Klassen jetzt 3 oder 4? Ja, 3 haben wir geschafft. Die 3 haben wir. Wir brauchen aber die 4. So. Können wir die Little Sister noch abgeben? Das ist nicht zu nehmen. So, irgendwo hier war doch noch ein
war doch ein... Sag schon. So ein Rohr. Da, sag ich doch. So, bitteschön, Kleine. Du wirst wieder normal. Wir kriegen Adam. Und dann können wir uns... Vater, dieses Adam, das du gefunden hast, enthält Erinnerungen von all den Toten hier. Normalerweise kann nur eine Little Sister sie sehen, aber ich kann dir zeigen, was Stanley zu verbergen hat. Als Mutter fortgebracht wurde, übertrug man Stanley die Leitung von Dionysus Park. Er hat ihr gesamtes Geld verprasst, schmiss die irrsinnigsten Partys, so als würde er sie mit Gewalt ruinieren wollen. Ja, ich glaube, das war sogar sein Plan. Alles okay? Immer ja, schön dranbleiben, Bruder. Finde den Rest der Sisters. Ein neues Gesicht. Ich habe ein verdammtes neues Gesicht. Wer hätte das gedacht? Rapture, das Betrügerparadies. Ich muss meine... Toll. Subject Delta ist nur eine Typenbezeichnung, Amigo. Ich habe mal für einen Artikel lange über dich recherchiert. Sie haben dich Johnny Topside genannt. Moment, Johnny Topside kann ganz kurz warten. Hab nämlich wieder keinen... Du hattest die Stadt im Alleingang gefunden in einer Tauchkugel. Echt ein Jammer, was sie mit dir gemacht haben. Ist hier gerade explodiert? Wo ist der Fischer denn hingegangen? Guter Leut ist das Land! Das explodiert hier. Für die nicht besser. Ich weiß nicht, was wir gekriegt haben, aber irgendwas haben wir gekriegt. Moment. Houdini-Splicer. Houdinis sind beim Teleport leichter zu entdecken. Okay, nett. Okay, nein, wir kriegen von denen nichts, was unser Eve wiederherstellt. Schade aber auch. Selbstbewusstsein ist kein Wunder, Eleanor. Es ist ein Trick der Gene. Eine endlose innere Leier, die ständig fragt, was ist für mich drin? Um der Welt zu dienen, müssen wir taub werden gegen das Selbst. Bist du bereit? Also, hör mir nicht mehr zu. Hör mir nicht mehr zu. Nicht zuhören. Schwierig, nicht wahr? Worte sind oft nur ein Schleier, ein Tarnanstrich. Spiel diese Aufnahme ab, bis du die Worte nicht mehr hörst. Dann wirst du die Menschen vielleicht so sehen, wie sie wirklich sind. Glaube ich eher nicht dran. Aber gut, ich würde sagen, das war's für heute. Die nächsten zwei Little Sisters, wo auch immer die sind, holen wir uns dann in der nächsten Folge, beziehungsweise suchen wir in der nächsten Folge. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns. Ciao, Freunde. Ach ja, und schönes Wochenende.